Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch mal meine einheimischen Asseln und Tausendfüßer zeigen, wie ich sie so halte. Ja, und so Asseln und Tausendfüßer sind eine gute Bodenpolizei in leicht feuchten Terrarien oder auch Formikarien. Und so hatte ich dann mehrere verschiedene interessante und spannende Arten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Was sehen wir denn hier? Hier haben wir eine Plastikbox, in dessen Deckel sich einige Lüftungslöcher befinden. Und in dieser Box habe ich dann meine einheimischen Asseln und Tausendfüßer. Man kann schon einiges innerhalb der Box krabbeln sehen. Wie gesagt, da sind verschiedene Assel- und Tausendfüßerarten drin. Und noch ein bisschen mehr. Ich habe hier viele Sachen, worunter sie sich verstecken können, wie man hier auch sieht. Also Rindenstücke, Äste, Laub, Steine und so weiter und so fort. Auch Moos. Und in dieser Box sollten sich recht viele normale Asseln aufhalten. Rollasseln, Saftkugler, ein paar Bandfüßer und noch einiges mehr. Ja, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns das mal ein wenig genauer an. Hier können wir einen sehr, sehr schönen Schnurfüßer erkennen. Hierbei sollte es sich um einen Omatoelosus sabulosus handeln. Ich kann es später nochmal reinschreiben, beziehungsweise werden wir noch ein paar Bilder später sehen. Meiner Meinung nach ist die rot-orangliche Färbung am Rücken des Schnurfüßers recht schick und besonders. Ja, und dann nehmen wir mal hier dieses Rindenstück und heben es an und sehen, hier unter befinden sich auch einige Asseln und vor allem Springschwänze. Einige dieser Asseln haben eine schöne braune Färbung, welche auch nochmal sehr schick aussieht. Ja, und unter diesem Rindstück befindet sich dann auch ein kleiner Bandfüßer, wobei es sich wahrscheinlich um einen Polydesmus CF susantensis handelt. Das CF zwischen Polydesmus und susantensis halt deswegen, weil ich mir nicht wirklich zu 100% sicher bin. Für dieses Video habe ich ein bisschen nachgeforscht und andere Leute gefragt, die sich damit ein bisschen mehr auskennen. Und viele dieser Arten auch relativ genau bestimmen konnten, aber alle Arten konnte man dann natürlich auch nicht zu 100% genau bestimmen. Hier krabbelt der Schnurfüßer von vorn über das Stück Holz und man sieht auch recht gut die rot-orangliche Färbung am Rücken. Von denen habe ich insgesamt 3 Stück im Becken und hoffe, dass da eine gute Variation aus Männchen und Weibchen vorhanden ist. Schauen wir mal, was sich hier unter diesen ganzen Steinen befindet. Die nehme ich mal ausnahmsweise hoch und zeige, welche Tiere sich darunter befinden. Hier war gerade eine kleine Rollassel. Und hier zeige ich einmal, wie dick ich die Erdschicht, das Bodensubstrat hier habe, damit sich die Asseln und vor allem die Tausendfüßer und Bandfüßer gut eingraben können. Was die Asseln und Tausendfüßer gerne als Nahrung zu sich nehmen, wie es auch oft beschrieben wird, sind hier Laubblätter, also den üblichen Laub, den man so im Wald finden kann. Man kann häufig auch die Häutungen von anderen Insekten oder die Chitinpanzer da reinschmeißen, das verwerten die auch ganz gerne. Und an diesem Nadelrindenstück sehen wir auch gleich einmal Asselnachwuchs, der noch gar nicht mal so alt sein kann. Sieht auf jeden Fall sehr frisch aus, die kleinen Asseln. Und so manch Springschwanz ist dann auch mal so groß wie eine dieser Asseln. Ja, also ich würde sagen, im Becken wurde auf jeden Fall schon mal Nachwuchs gezeugt. Das ist schon mal sehr gut für eine Asselzucht, Tausendfüßerzucht. Da können wir auch mal dieses Stück direkt einmal zurücklegen an seinen ursprünglichen Platz. Ja, und jetzt habe ich hier noch einen halb verfaulten Apfel, den wollte ich jetzt nicht unbedingt wegschmeißen. Da habe ich jetzt ein paar Stücke abgeschnitten. Der fungiert also sozusagen als Frisch- und Feuchtfutter. Und das nehmen die auch recht gerne an. Ja, man kann auch Haferflocken oder Fischflocken füttern. Ich habe mir damals bei Mainz auch ein bisschen Springschwanzfutter gekauft. Das ist so ein Pulver, das kann ich auch noch ab und zu rüberstreuen. Ich nehme an, Asseln könnten da auch eventuell dran gehen. Also an Frischfutter kann man einiges anbieten, von Karotten bis hin zu Beeren. In dieser Zeitrafferaufnahme kann man sehen, wie der Apfel so angeknabbert wird. Nachts kommen dann die Asseln und Tausendfüßer eher raus, tagsüber ist da recht wenig los.
Wenigstens ist dieses sehr schöne Exemplar eines Schnurrfüßers, das ist sich hier durchgehend dran und begnügen. Ab und zu kommt auch eine Assel vorbei und knabbert ein bisschen dran, schaut sich um und verschwindet dann wieder. Aber wie gesagt, tagsüber ist da nicht unbedingt sehr viel los. Und links die Assel ist ja auch noch halb unter Moos versteckt. Aber wie es scheint, dieser Schnurrfüßer hier hat dann doch ordentlich Hunger gehabt. Und anscheinend haben wir hier einen kleinen grün gefärbten, sehr schick aussehenden Laufkäfer, den ich außerdem mit reingeschmissen habe. Ich vermute, er gehört der Gattung Harpalus an. Ja, und jetzt in den folgenden Aufnahmen und Bildern kann ich euch so zeigen, was sich hier alles in diesen Tausendfüßer- und Asselbecken befindet. Zunächst haben wir hier ein paar Aramalidium CF versicolor. Ein CF auch hier wieder, weil ich mir eben nicht ganz sicher bin. Aus eigenen Erfahrungen kann ich sagen, dass diese Rollasseln sehr robust sind, da sie auch im Becken meiner Camponus nicobarensis leben und sich dort sogar vermehren können. Nun folgt eine Porcelio CF Scaba. Aufgrund ihrer graubräunlichen Färbung werden sie oft auch als Porcelio Scaba Lava bezeichnet. Ich finde, das ist auch schon eine sehr, sehr schöne Asselart und sie sind auch recht häufig. Und hier haben wir wahrscheinlich eine CF Onychus Asselus, welche auch zur Familie der Mauerasseln gehört. Also eine der häufigsten Asselarten hierzulande. Und hier haben wir einmal Armadillo officinalis. Offenbar haben sie bis jetzt noch keinen deutschen Namen, sind aber trotzdem recht nett anzusehen. Und bei diesem schönen Exemplar handelt es sich um ein Glomeris macrinata. Dieses Tierchen hier ist also diesmal ein Saftkugler. Kommen wir jetzt zu den Tausendfüßern. Ich habe einige unbestimmte Cylindroiolus Arten im Becken. Das sind Schnurrfüßer. Auch einiges an Jungtieren, aber ich glaube, die sind nicht hier im Becken zur Welt gekommen, sondern die habe ich so hier reingesetzt, als ich die draußen gefunden habe. Kommen wir jetzt zu einem sehr, sehr schönen einheimischen Schnurrfüßer, den wir auch schon vorhin bestaunen konnten. Darf ich vorstellen, Omatoiolosus sabulosus oder auch wegen seinen orangen Streifen auf dem Rücken gemeiner Zweistreifen-Schnurrfüßer. Von denen habe ich drei Exemplare am Waldrand in einem ausgetrockneten Flussbett gefunden. Kommen wir zu einem weiteren recht interessant aussehenden Tausendfüßer, diesmal aus der Ordnung der Bandfüßer. Diese schönen Exemplare haben wir vorhin ebenfalls schon einmal gesehen und es handelt sich hierbei um Polydesmus CF suatensis. Diese Gattung der Bandfüßer zeichnet sich gerade durch ihre Form der Körpersegmente aus. Hier habe ich sogar zwei Exemplare bei einem Paarungsversuch filmen können. Hoffentlich gibt es dann bald Nachwuchs. Aber anscheinend möchte der Schnurrfüßer links auch mitmachen. Ich würde mal sagen, soweit war es das jetzt auch schon fast vom Video. Hier sehen wir noch ein paar Aufnahmen, wie die Tiere durch die Box laufen. Ich hoffe, euch konnte ich zeigen, wie besonders und interessant Asseln und Tausendfüßer eigentlich auch sein können. Auch unsere einheimischen Arten sind auch sehr interessant und schön anzusehen. Beispiel der gemeine zweistreifige Schnurrfüßer oder auch die Polydesmus-Arten. Ich habe auch ein paar Aufnahmen für euch in der Nacht gesammelt, um zu sehen und euch zu zeigen, ob da nachts mehr los ist, ob die Tiere aktiver sind. Ja, und ich würde mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja noch die restlichen Aufnahmen ansehen. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.